Thank you.
So, das war die Trompfpfade-Wanderung Wirneberg. Wie fandet ihr sie? Also ich finde, nach der Burg wird es etwas ereignislos bis zur Blumenthaler Heide, aber ab da hat es mir doch echt gut gefallen, das muss ich schon sagen, ja. Ich würde nur jedem empfehlen, früh genug hier zu sein, weil der Parkplatz direkt unter der Burg ist, also wird der auch relativ schnell voll, zumindest am Wochenende. Das sollte man schon bedenken. Ansonsten, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar da, ein Like, ein Abo, falls noch nicht geschehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!